Wer noch einen bisschen besseren Durchgangsprüfer haben möchte, den empfehle ich aus China so eine Soundmaschine zu kaufen. Das ist so eine kleine Sirene oder ein Summer oder sowas ähnliches. Der muss natürlich auf 3 Volt geeignet sein, weil es gibt welche, die funktionieren erst ab 12 Volt. Von daher, ich habe mir so ein Ding bestellt. Das kostet, naja, zwischen 5 und 7 Euro inklusive Porto, wenn man das in China bestellt. Ich weiß nicht, ob man das auch hier bei Amazon bestellen kann. Es wird mit PayPal bezahlt. Von daher ist es eigentlich eine ganz gute und sichere Sache. Und nur der Weg bis hierher, es dauert immer sehr lange, wenn man elektronische Teile in China bestellt, aber die Preise, da kann man zum Basteln ein bisschen Geld sparen. Ja, und jetzt wollen wir mal testen. Ich habe das jetzt parallel ohne Widerstand geschaltet, weil der diese Summa 3 Volt kann. Die Polung müsste man noch beachten und ich habe jetzt hier die beiden Dinger, wenn ich die jetzt zusammenhalte, um den Durchgang zu prüfen, dann müsste es leuchten und summen. Man sieht, die LED leuchtet und der Durchgangsprüfer macht einen Sound, und wenn wir jetzt hier unser Messkabel testen wollen, und dann kann man hier einfach gucken, ab welcher Stelle gibt es denn hier den Sound für welchen Pol, und dann müssen wir mal gucken hier, dass wir auch den richtigen greifen. So, wir wollen mal messen, mal gucken, welcher Pol hier Durchgang hat, und wir sehen, wenn wir den Durchgang prüfen, einer von den Drähten, und dann kann man abzählen, welche der richtige ist, und man hat auch ein optisches Signal jetzt parallel zu dem akustischen Signal. Natürlich möchte ich nicht diesen Durchgangsprüfer in diesem Steckboard haben, also muss ich mir das in ein Gehäuse einbauen. Also ich habe hier diese Batteriepack, ich habe den Summer, ich habe den Widerstand und die LED, und was ich cool finde, wenn man auch noch so eine LED-Halter hat, und natürlich das Wichtigste ist das Gehäuse, was man braucht, wo man das dann einbaut. Ich habe so ein im Baumarkt für 1,75 ein etwas besseres Gehäuse gefunden, wo man normalerweise ist eine Abzweigdose, die finde ich ein bisschen schicker als diese billigen Abzweigdosen. Da kann man durchaus einen Durchgangsprüfer draus machen, und ja, das würde ich jetzt empfehlen, daraus eine richtige Hardware zu bauen und sich dann noch so einen Stecker und einen vernünftigen Kabel anzulöten. Ich denke, das wäre eine gute Lösung. Und so, das ist meine Bastelanleitung für den Durchgangsprüfer. Was ist aber mit meinem Durchgangsprüfer? Ich habe die Schaltung jetzt nochmal aufgebaut. Eine LED, ein 220 Ohm und das Batteriepack mit 3 Volt und der Durchgangsprüfer und der Summer. Man kann es jetzt im Dunkeln ein bisschen sehen, wenn es leuchtet und summt. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt einen höheren Widerstand durchmessen möchte, dann ja, mal sehen, was passiert. Wir haben jetzt hier einen ca. 120 bis 150 Ohm Widerstand. Der Summer macht es gerade noch. Die LED leuchtet ein bisschen. Und ich habe jetzt einen 1 Kilo Widerstand. Dann tut sich gar nichts mehr. Deswegen wollen wir eine kleine Verstärkerstufe in unseren Durchgangsprüfer einbauen, damit wir auch etwas einen höheren Widerstand prüfen können. Vielleicht bis 1 Kilo Ohm oder 2 Kilo Ohm. So, und da möchte ich kurz erläutern, wie das funktioniert. Das ist die Schaltung für den einfachen Durchgangsprüfer, der Kabel prüfen kann und der eben ein klein bisschen leuchtet, eine LED zum Leuchten bringt und einen Summer. Jetzt wollen wir aber einen Transistor noch einbauen, damit er auch Widerstände vielleicht bis 1 Kilo oder 2 Kilo Ohm mit diesem LED zum Leuchten bringt und auch den Summer aktivieren kann. Dazu habe ich eine weitere Schaltung gezeichnet.